Geöffnet. Ach so. Jetzt habe ich das Richtige geöffnet. Jetzt müsste alles funktionieren. Es tut mir so leid, dass ich alles durcheinander schmeiße. Wunderbar. Jetzt müsstet ihr auch die PS3 sehen können. Das tut ihr auch. Jetzt muss ich alles umstellen. Stimmt. Und Grand Theft Auto darf raus. Es geht einfach auf. Warte, was ist das? Ah, Skate 3 ist schon vorbereitet vom letzten Livestream. Schön. Und da ist keine CD drin. Noch besser. CD suchen! Gefunden! Ich hab's gefunden. Mein größter Schatz. So. Währenddessen ist der Chat leise, der denkt sich so: Was zum Geier macht dieser Idiot? Der hat doch keine Ahnung von dem, was er macht. Ja, ich kann euch da schon zustimmen. Ich habe da schon kaum Plan. Warum wurde das nicht übernommen? Ich habe doch vorhin auch gesagt, dass hier da sowas dastehen sollte. Genau, Skate 3 und so. Hey, steht jetzt auch da. Skate 3 wird gepostet auf Facebook und über Twitter. Super. Ich bin so ein Schlaukopf. Machen das Wendeschen an. Und ich frage mich, was das für ein Speicherstand ist. Ob ich da so weitermache oder ob wir da einen neuen nehmen. Von einem anderen Account? Keine Ahnung. Die Frage ist auch, wie laut. Es müsste aber eigentlich richtig eingestellt sein. Mit einem gemeinen Sound. Skate 3. Ich würde am liebsten eigentlich am neu ganz neu anfangen, weil dann ist das lustiger, glaube ich. Deswegen glaube ich, dass es ein Safe State, wo ich schon alles gemacht habe. Ja, weiter. Weiß nicht, kennt ihr Skate 3 oder kennt ihr nicht Skate 3? Krypticon, du kennst es. Aha. Oh, ich hab die. Spiel liebt Glitches und ich auch. Du musst die Audiolatenz rüber. Dingsen. 1300 Millisekunden. Jetzt sollte alles wieder passen. Ist auch alles so latenziert, dass es auch passt. Und jetzt sollte das eigentlich wunderbar passen, sodass wir ein wunderschönes Spiel haben. Sieht auch alles richtig aus. Ich kann euch den Bildschirm zum Wackeln geben. Ich bin ein Vollidiot, ich weiß. Ich. Ah, wieder mit dem Skateboard. Warum bin ich wieder hier oben? So wie immer. Immer bin ich hier oben. Ich habe auch keinerlei Ahnung, Krypticon, wie lange ich heute streame. Auf jeden Fall ist das ein Controller, der ausflippt. Jupp, der flippt aus. Nein, nein, ich nehme lieber einen anderen. Was machst du, Controller? Lass das. Ich will Controller ausschalten. Ich habe noch einen anderen. Lass mich auf Controller ausschalten gehen. Lass. Danke. So. Wir nehmen den besseren. Na, andere spackt hoffentlich nicht so rum. So. Jetzt habe ich einen anderen. Und der lässt mich fahren. Wow. Schön. Okay. Wie war denn das nochmal? Marker platzieren. Ja, skaten! Skating Power. Skating Jesus. Achso, weil du gleich noch was für die Schule machen musst. Ja, das passt ja schon. Das kommt davon, wenn man Schüler ist. Dann muss man halt immer noch was machen. So. Ich würde eigentlich sagen, es wäre schlauer, hier einen gesamten neuen Safe State zu machen, oder? Weil ich meine, hier habe ich schon alles Mögliche gemacht und das ist dann so voll unlustig.
für alle. Was, du hast keine Rollen mehr, Skateboard? Ah doch, hattest. Ich glaube, ich mache so, dass ich echt hier mal rausgehe und wir gehen einfach in einen anderen Account rein, wo ich gar nichts gemacht habe da. Ja, CC Cleaner, du musst mir keinen Hinweis geben. Ich brauche keinen 3,11 GB Arbeitsspeicher frei machen, weil ich habe mehr als genug frei. Ach, jetzt spackt es wieder rum. Aha. Immer dann, wenn ich zurückgehe. Okay, interessant. Jetzt hänge ich bis rum. Dann stelle ich das währenddessen so mal um. Ich gehe auf irgendeinen Account, wo ich noch nicht was gemacht habe, glaube hoffentlich in dem Spiel. Ich glaube, bei dem habe ich es noch nicht. Und dann gehe ich so rein, ne? Ja, doch, müsste ich. Ja, doch. Gehe auch mal ins Spiel rein. Mach währenddessen wieder an. Na, ist währenddessen wieder angegangen? Ja, müsste, oder? Gleich, ja, no signal, ja stimmt, weil es gerade umstellt. Und jetzt müsste schwarzer Bildschirm da sein, genau. Und jetzt Gate 3. Wunderbar. Ich hoffe, hier habe ich nichts gemacht in dem Spiel. Ich will das gerne von neuem spielen, weil das lustig ist, glaube ich. Weil man dann etwas minimale Story hat. Ist ja logisch. So, na, Skate 3, starten, komm, wir müssen mal langsam starten, das wird langsam. Ich meine, ich streame schon seit 40 Minuten, habe bisher noch nichts vorgewiesen. Das ist mir Honoshi-like. Das ist mir Honoshi-like. Nein. Nein. Stimmt, das fragt dann rum, super. Kack-Werbung, ja genau. Hallöchen, Tanuki-Tang. Tank! Ein Spiel schon. Realistischeres Skate-Erlebnis durch optimierte Physik. Naja. Eigentlich müsste ich Hardcore spielen. Und ich spiele lieber hoch. Tank! Wobei, das habe ich nicht verstanden. Deswegen überspringe ich das. Ja, yeah, wer in Skate 3 gründet eine Boardfirma samt Team, das sie repräsentiert, wähle einen Namen und ein Logo. Wir nennen uns die Oshis natürlich. Was denn sonst? Ich meine, wer möchte schon nicht Skateboards von den Oshis holen, oder? Ganz logisch. Oshis. Hört sich fast an wie ein Olli. Also passt das schon. Und wir sind... gibt's hier keinen Mironoshi zu ihnen? Naja. Wir sind solche Guys. Wir gehen immer voran. Ah, vielleicht nehmen wir ein vorgegebenes. Die Legende. Ja klar, die Legende. Komm, nennen wir uns Du machst das ziemlich gut, Benny. Immer weiter so. Hey, du da drüben. Komm mal hier rüber. Willkommen in meiner Skateschule. Das hier ist das Skateboard-Programm überhaupt, Mann. Gebaut und geprüft von mir, Coach Frank. Wenn du es hier nicht gelernt hast, dann kannst du einfach nicht skaten. Hier lernst du die Grundlagen und wirst richtig gut. Und wenn nicht, zerbreche ich dein Board. Coach Frank. Coach Frank. Na komm, wir können uns die Grundlagen von ihm zeigen lassen. Wir zeigen ihm, wie man normal skatet am Anfang, ohne übertrieben zu sein. Oh, auf vier Rädern zu fahren, oh. Du musst ein Parcours entlangfahren. Wir fangen erstmal mit den einfachen Sachen an. Mit der Methode von Coach Frank lernst du in 0, nichts, wie man pusht, carved, Kurven fährt und mit Powerslides das Tempo anpasst. Mann, ich liebe Powerslides. Ich liebe keine Powerslides. Sind gefährlich. Siehst du das Ding in deiner Hand? Wow. Ja, das ist ein Skateboard. Was? Jetzt auf den Boden. Und wie fährt man mit dem Skateboard? Natürlich so. Coach Frank braucht nur einen Push. So. Wir skaten so, wie das normale Leute tun, also wundert euch nicht, dass wir jetzt so rumskaten, weil das macht jeder so auf den Straßen. Das ist einfach die coole Art und Weise. Hast du gerne Hügel runter? Besser wär's. Hallo you, wieder back. Gut, dann siehst du, wie wir ganz normal anfangen, ganz normal zu skaten.
ohne über zu übertreiben oder irgendwie komisch zu sein. Was, wir sollen bremsen? Wir brauchen doch keine Bremsen. Slalom fahren. Wow, das ist ja fast schon kompliziert. Komm, das schaffen wir jetzt noch bis zum Ende. Wir sind voll die Angeber. Du bist im Ziel. Coach Frank ist beeindruckt, ja? Mann, er ist beeindruckt von uns. Das ist doch mal gut. Was? Ich kann die Tutorials wieder neu spielen. Was? Was kommt als nächstes? Ich weiß es schon gar nicht mehr, was beim Tutorial kommt. Ah, also, dann müsste ein Olli machen und so. Okay, skaten kannst du. Wird Zeit, dass du deinen ersten Move lernst. Den Olli. Ich kann den immer noch nicht. Okay, wie du hier sehen kannst, musst du für den Olli dein Board springen lassen. Wer hätte gedacht, dass das geht, Mann? Ich kann immer noch nicht. Lege den rechten Stick nach hinten und dann schnell nach vorne, um einen Olli zu machen. Du schaffst das. Gar nicht schlecht. Aber jetzt legen wir eine Schippe drauf, à la Coach Frank. Ich hab dem Slalomkurs hier einige Hindernisse verpasst. Ja, ja, gut. Lass uns einfach nur fahren. Gib mal ein bisschen Gas, das ist hier kein Schneckenrennen. Doch, das ist ein Schneckenrennen. In der blauen Zone vorbereiten und in der gelben geht's los. Boah, das war ja schon fast kompliziert. Machen wir eine Popshow mit. Okay, rauf auf das Körb mit einem Olli. Okay, Olli, rauf auf diese Zweierstufe. Okay, jetzt wird's ernst. Olli, diese Dreierstufe. Nein, wir machen Kickflip. Okay, wenn du von der Rampe mit einem Olli über das Gras springst, bin okay, ich wir machen das so. Ja, wenn er Scheiße. Oh Mann, dieses Spiel ist einfach durch. Oh. Aber hier kann man es machen. Das ist schön. Ja, dank! Okay, das war richtig gut. Und der normalste Trick ever. Das habe ich seit 1978 nicht mehr gesehen. Ha, du hast es tatsächlich geschafft. Gute Arbeit. Ja, cooler Kopfstand, ja. Oh Mann. Mal gucken, was er jetzt von uns möchte. Vor allem haben wir einfach einen vorgegebenen Skater, nur weil ich weggedrückt habe, dass ich nicht Legende heißen möchte. Da sieht man, wie logisch das auf der PS3 ist. Flip-Tricks funktionieren wie Ollies. Mit einem Unterschied. Es sind Flip-Tricks. Dein Board dreht sich in der Luft also. Tja, das kann ich erst recht nicht. Flip-Shove-It, Flip-It oder Flip-Shove-It. Du hast die freie Auswahl. Mach, was du willst. Das kann man natürlich gleich von Anfang an, ohne dass man es geübt hat. Erst das ist ja logisch. Okay, machen wir weiter mit Shove-It. Okay, lass mal sehen, ob du einen Flip hinkriegst. Echt nicht schlecht. Als nächstes will ich einen Nose-Ollie sehen. Die Kids nennen das Nolly. Funktioniert genau umgekehrt. Halt deine Schnauze, wir können schon alles. Grinden. Okay. Oh, da kann man ja auch jetzt schön übertreiben, weil ich ja schon weiß, wie manche Grinds gehen. Konzentrier dich auf die Anfahrt und spring mit einem Olli auf das Rail dort. Legen wir los! Was? Wie soll das nur gehen? Grinden? Jetzt gib ein bisschen Gas und bring den Kurs hinter dich. Na genau, meine Genialität. Danke, Tanuki Tank. Aber ich glaube, ich habe nicht wirklich Genialität. Aber ich weiß, was du meinst. Dankeschön. In der blauen Zone vorbereiten, in der gelben aufhören. Oh, ja gut. Kann man natürlich so machen. Deine Line. Okay, wir machen unseren ersten Grind-Trick. Wir übertreiben nicht. Echt guter Grind. Hauptsache gleich sofort einen Boardslide-Grind. Ich meine, das ist das Erste, was ich mache. Oh, 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 oh. Wir machen hier so einen Trick, Mann. Langsam wird's. Ein Nose-Grind. Oh, warum ist das in Zeitlupe, wenn wir oben drauf... Mann,
Mann, ihr macht wirklich extrem viel Werbung, ihr Leute. Ihr übertriebenen. So, mal gucken. Ich muss das auch hinbekommen. Ich habe das doch sonst auch immer hinbekommen. Ja, ja, zählt als Grind. Ja, komm, zählen wir einfach mal als Grind. Okay, und jetzt das Downrail. Ja, ja, das bekommen wir schon hin. Jetzt machen wir wieder einen Dark Slide. Dark Hatch. Ups. Tja, so kann man sich natürlich auch auf den Boden fetzen. Ich will so eins. Genau. Lass mich einfach auf der Treppe. Komm, wir überqueren die Ziellinie. Na doch, man bekommt irgendwann blaue Flecken. Das sieht man sie noch nicht. Aber man bekommt sie sehr, sehr schwer in dem Spiel. Ich mache das so den Grind. Wow. Der beste Grind aller Zeiten, Alter. Wow. Okay, Tanuki Tang. Klar. Hier. Yeah. Woo. Mann, du hast es echt geschafft. Gute Arbeit. Mann, sind wir gut. So. Heiße Show. Da steht auch nur heiße Show, Tanuki Tang. Wow, was soll das denn bedeuten? Oh, Mann. Sessions? Ah, stimmt, das weiß ich ja. Ja, 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 ich bin faul. Ich verstehe das schon. Ich habe ihn auch schon benutzt. Session Marker platzieren und dann Scheiße machen. Yeah. Unsauber, aber passt schon. Und so können wir dann wieder zurück und einfach nochmal machen. Was machen wir diesmal? Wir tun mal auf Jesus. So. Wunderbar. Also, ah, das eine ging... Ah, ich verstehe jetzt. Da. Hey, das war nicht übel. Party Time. Na gut. Ja, wir wollen auf der Straße skaten. Yay. Wie, Krypticon? Kennst du keine solchen Tricks? Das sind doch voll die normalen Tricks. ich weiß halt, wie man das Spiel spielt. Aber ich kann leider nicht alle Tricks. Aber naja. Yeah, like a Tony Hawk. Da habt ihr voll recht, ey. Ich übertreibe hier. Okay, wir müssen ihm nachfahren. Wir sind sein Nachfahre, deswegen ist doch logisch. Ups. Na gut, kann passieren. Genau, ich bin ein Daniel. Klar. Ich bin kein neuer Tony Hawk. Ich kann doch gar nicht. Ach. Lassen wir den Chat einfach rumlabern, was er rumlabern möchte. Wahrscheinlich lade ich das eh sowieso auf YouTube hoch. Keine Ahnung. Nur ohne Chat, lustigerweise. Ich fahre hinter dir her. Guck mal, ich bin schneller als du. Alter. Kann man den nicht noch überholen? Genau. Klar, klar, Chat. Hallo. Hey, wie geht's dir? Nein. Wo sind sie hingelaufen? Sie fahren falsch. Das ist falsch. Ja, das war eine coole Line, muss ich auch so sagen. Okay, da wären wir. Dann lass mal auf die. Ja, genau, Miro Quo Skater hat dir jetzt auf PS4, Xbox One, Wii U. Klar. Hallo Simpson. Bist auch da. Hallo. Okay, bist du bereit? Legen wir los. Na, wir machen einfach mal einen Trick auf der Banked Ranch. Ledge, meinte ich. Boah, dieser Trick! Alter! So einen guten habe ich heute noch nie gemacht. Boah, Alter. Boah, das sieht so geil aus. Oh Mann, ich bin so ein Schlaukopf. Oh.
Und jetzt müssen wir noch ein paar andere Tricks machen. Ich habe den Trick auch nie verstanden. Das war eigentlich nur so ein Olli. Das war ein 180 eigentlich nur. Das war also eigentlich nur eine Drehung, mehr nicht. Und dann so, oh, das ist der mega geilste Trick, den ich je gesehen habe. Trick von der ersten Ledge. Okay. Und Grind auf der zweiten, okay. Grind. Ich habe Grind gesagt. Grinde. Wir machen jetzt den besten Grind, den es jemals gegeben hat. Der beste Grind auf der Welt. Warte, das ist... Hä? Willst du mich verkackeiern? Ich habe gesagt, der beste Grind auf der Welt. Boah, Alter. Boah, bin ich gut, Alter. Ah. Das ist der Grind-Trick der Welt. Den bekomme ich ja fast schon hin, wo ich nicht grinden kann. Oh. Yo, Shingo, was geht ab, du Ratte? Was machst du denn hier draußen? Oh, Redder. Ich skate hier nur und gehe auf die Filmschule. Und du? Filmschule, hm? Gibt's denn sowas? Wir beide hier gründen bald eine Marke und dann werde ich jemanden brauchen, der filmen kann. Warum stellst du nicht mal ein paar Clips für mich zusammen? Echt? Ja, in Ordnung. Vor allem das Spiel Oshi, wie heißt das doch mal? Oshi Pro Skater HD, keine Ahnung. Das wird das beste Spiel der Welt. Eine Sache haben wir noch vor. Und Shingo, vergiss nicht die Kamera einzuschalten. Du bist zu langsam. Alter, so ein Dummkopf. So fährt man nicht. Wissen wir jetzt? Da. Passt doch. Sind wir auf der Regular-Stellung, die ich auch selber fahren kann. Als Skater. Und nicht auf... Okay. Was? Ich soll aufpassen, New Gaming HD? Soll ich etwa aufpassen? Ah. Oh. Ja, du hast gut für den Grind eingesetzt. Boah, der beste Trick ever. Vielleicht solltest du lieber normal fahren. Das wäre vielleicht ein bisschen schlauer. Jetzt müssen wir ein bisschen aufholen, weil wir hier ein bisschen Scheiße gemacht haben. Aber der macht jetzt eh auf langsam, also passt schon alles. Ich mach ja auch einen geilen Trick, guck mal. Ah, nee, er hat noch Schwung bekommen. Nein. Komm schon, das ist mein großer Auftritt. Ich rede sowieso kaum in dem Spiel, also lass mir meine Chance. Ja, ich weiß bis nicht genau, wie alle möglichen Glitches mehr gehen. Ich kenne selber nicht so die Glitch-Using-Dinger so richtig. Ich finde nur die Sachen lustig. Heel-Flip. Und ein Kickflip, 180. Daneben. Skate einfach zum Ziel, Mann. Skate alleine. Oh, ich muss hinterher. Ich schaffe es nicht. Ich kann es nicht schaffen. Oh, meine... Oh, Alter. Gerockt, wir haben's gerockt. Ja, badabadu. So. Nice. Verdammt, Shingo, das ist gut. Ey, yo, das wär's doch. Du machst für uns die Filmerei und ich führe die Marke. Ich geb dir diese Kamera, aber erst gibt's noch ein paar Anweisungen. Nummer 1, nicht so viel quatschen, das mögen die Leute nicht. Okay. Nummer 2, sei vorsichtig mit dieser Kamera. Damit haben die das Lakai-Video gefilmt. Aha. Nummer 3, die Kamera nicht mit fettigen Fingern anfassen. Okay. Aber das Wichtigste ist, nicht so viel quatschen. Kapiert? Ja, ich sagte doch nicht quatschen und du quatschst trotzdem. Stimmt. Ich hab's gerockt, weil ich Werfer auf den Steinboden, weil es mich auf Werfer auf den Steinboden gelegt hat. Ist doch logisch, ne? Ah, oh, diese Wortwitze. Ich hab die Schlüssel zu dem echt geilen Skatepark. Den müssen wir einfach auschecken. Ah, ich hab noch ein paar. Habt ihr gesehen? Ich hab ein paar Beulen. Ich hab da ein paar blaue Flecken so langsam. Das ist doch mal schön. Endlich mal ein bisschen Schmerzen. Hey, zieh dir das rein. Wie geil. Ey, wie geil. Ich hab gesagt, wir können hier bauen, was wir wollen. Was wir wollen? Wir können den ganzen Park neu bauen, wenn wir wollen. Ich zeig dir, wie die Sache funktioniert. Das geht so wie im echten Leben. Man nimmt sich einfach einen Skatepark und baut ihn so um, wie man möchte. Oh. Du weißt doch noch, wie du Sachen... Ja, passt schon. Wir sind soweit.
Okay, schnapp dir die Mülltonne. Und keine Angst, die ist leichter, als sie aussieht. Ach, die Mülltonne ist leichter, als sie aussieht. Okay. Bam, 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 bam. Jetzt fahr drauf zu und spring drüber. Okay. Es ist alles einfach. Yeah. Wow. Oh, wir brauchen einen Krankenwagen. Wir brauchen einen Krankenwagen. Was, wir brauchen einen Krankenwagen? Sind wir? Das war, glaube ich, irgendwie ein Bug. So ganz leicht. Komm! Mann, du bist so ein Dummkopf. Dann springen wir früher ab. So, wie schwer war denn das? Okay, das war gut. Aber wir können noch mehr machen. Viel mehr. Ja, ich brauche einen Krankenwagen, ist ja logisch. Oh. Dinge per Hand? Ja, ja, passt schon. Ich will ein bisschen hier mit ein bisschen. Nee. Das ist immer am besten. Ja, ja, halt deine Schnauze. Öffne den Park-Editor. Okay, spielen wir ein wenig mit dem Park-Editor rum. Erstelle eine neue Rampe, oh. Und skaten wir sie. Yep, genau die. Jetzt bring die Rampe in Position. Jetzt müssen wir noch das Rail grinden. Genau, Bann. Bann wieder für alle. Und ich kann das... Oh, ich kann das Rail nicht grinden. Ich bin zu dumm. So macht man das. Aber mit dem Park-Editor kannst du noch viel mehr anstellen. Ich meine, das war echt erst der Anfang. Ja. Yeah. Das kann man natürlich als Anfänger, solche Tricks. Ja. Hier drohen alle mit dem Bann. Vor allem ich, Simtensen. Du bekommst gleich einen Bann. Ich glaube, ich sollte mal den Chat mit reinnehmen, ne? Wenn ich das hochladen würde auf YouTube. Wenn das funktionieren würde. Aber ich glaube, ich lasse es noch zuerst mal so. Das kannst du alles mit dem Park-Editor basteln. Wow, ich kann alles mit dem Park-Editor machen. Wow. Kannst du mich auch einfach freilassen? Ich will nicht mehr hier sein. Ich habe Angst vor dir. Du machst so viel Scheiße. Achso, soll ich's machen, oder? Das Ding sah heftig aus. Mir gefiel das in Schwarz-Weiß, aber die wollten das in Farbe. Oh, zieh dir das rein. Oh, redet der schweigsame Attentäter immer noch? Oh, ach, das war ziemlich cool. Yeah. Zeug fällt vom Himmel, endlos viel zum Skaten. Das hier ist echt der Hammer. Wow, zieh dir das rein. Sogar die Security skaten. Das war fett. Ich muss auch los, hab noch was zu erledigen. Also dann, bis später. Bis später. Und sag Bescheid, wenn du mal irgendwas schießen willst. Hm, ich könnte das mal reinmachen. Ist dann die Frage, wie das denn alles... Mir fällt nichts ein, weil ich hab... Ah, das ist ja zu blöd. Ich hab ja nichts drumherum, merke ich gerade. Ich lass das doch lieber so. Weil sonst würdet ihr nun 10.000 Schwarze... Halt deine Schnauze, ey! Ich will mich anmelden! So. Ganz einfach. Boah, dieser Trick, Alter. Ich bin ein Schiefengott, genau, Simpsons. Das sieht ja am besten aus. Oh, mein Arsch! Von 10.000 Metern. Eigentlich sollte ich es noch... Nee. Da kann ich nicht noch... Oh. Na, okay, dann halt von Weitem. Auf meinen Arsch! So. Perfektes Foto! Wird schon klappen. Denk dran, du kannst alle Challenges rocken und killen. Es liegt an dir. Cool, alles rocken und killen, Mann. Redder ist am Apparat. Ich hab das Foto gesehen, das du mit Burnett geschossen hast. Hammer! Mit solchen Dingern verkaufen wir Bretter. Du kriegst Coverage, wir verkaufen Bretter. Und weißt du was? So läuft das Spiel. Mit allem, was du machst, verkaufst du Bretter. Fotos schießen, Videos drehen, Rennen fahren, Hall of Meat Crashs, Online-Zeug, alles. Alles! Dann okay, dann klar. Morgen der Zeitung YouTube-Star Miyunoshi von Mülltonne erschlagen, die einfach so vom Himmel fiel. So, haben wir das auch mal geregelt.
Wir dürfen uns jetzt einmal frei rumbewegen. Wow! Naja. Ah ja, stimmt. No Comp. Wie hießen die Tricks alle nochmal? Ich muss gerade nur ein bisschen rumgucken. Naja. Okay. Genau. Ah, das, ob ich Merchandise machen würde, ey. Darauf habe ich gar keine Lust. Das muss jemand von euch übernehmen, wenn dann. Ich bin kein kommerzieller Typ. So. Genau. Yeah! Eigentlich hätte ich einen Session-Marker machen sollen, aber zu spät. Dafür killen wir uns. Ein bisschen. Yay! Oh, geil. Skater. Nicht erwischt. Scheiße. Das wird hier schon gut gehen. Oh. Okay. Nee. Naja, tschüss Skateboard. Wir werden jetzt niemals mehr mit unserem Skateboard rumfahren, weil keiner weiß, was man machen kann. Was ein Problem ich hab. Was ein Problem ich hab. Skateboard? Ah, nice. Ich mag dich nicht. Du siehst komisch aus. Du siehst komisch aus, hab ich gesagt. Wie geht's dir? Wollen Sie aufstehen? Oh. Oh, das tut mir aber leid. Wollen Sie aufstehen? Oh. Oh Mann, er kann gar nicht aufstehen. So. Hat er was gegen uns? Hey, guck mal, da kommt jemand. Ui! Wo ist denn der? Er hat jetzt keinen Bock mehr, oder was? Okay. So. Hey, du darfst ja keine Tricks machen. Na egal. Wir gucken mal auf der Challenge-Karte rum. Wir haben noch ein Training vor uns. Was? Ach, wir müssen die erst so finden, oder wie? War das echt so, dass man die erst so finden musste? Ach, nö. Voller Scheiß. Nee, sehr gut. Hä? Das kann doch nicht sein, dass ich jetzt rumsuchen muss. Das kann doch nicht sein, das ist unlogisch. Alter, was machen die? Ach, diese KI mal wieder, guckt euch das an. Genau, you, genau, ich spiele es wie Banjo, klar. Ist logisch. Rumlaufen und finden. Ich weiß nicht, ich glaube nicht. Ich kann mich nicht daran erinnern, dass ich da andauernd was rumfinden musste. Die tun mir so leid, Alter. So voll gnadenlos hier so. Ey, hallo Skater, wie geht's dir? What? Oh Mann. Ich stehe mal hier, aus unbestimmten Gründen. Weil ich natürlich nicht weiß, was hier passieren kann. Oh, geht's dir gut, Mann, Kumpel? Du bist aber weit runtergesprungen. Dann stehe ich auch mal weiter unten. Was macht der Typ? Alter, das ist ein richtiger Dummkopf. Oh. Das Lustige ist, das Spiel ist erst ab 12, Alter. Wow, nice. So was würde ich so nicht runterskaten wollen. Das ist ja fast schon tot. Was kann man denn hier so... Gibt es hier auch noch was?
Das ist ein Skate. Was mache ich? Alles okay? Nein! Nein, du skatest! Nein! Nein, du machst. Nein! Hallo Oma! Hä? Sie ist einfach plötzlich weggespawnt. Ach stimmt, das kann man ja auch noch machen hier. Um draufstehen. Ja, oder? Geht das nicht? So. Will hier jemand skaten? Ah. Na, grindet einfach weiter. Ey, du bleibst hier, Skateboard. hier, Skateboard. Hau ab. Ey, ich will auf der anderen Seite. Danke. Boom. Oh. Tja, funktioniert auch nicht alles. Moonjumps. Ja, das geht ganz einfach, indem man das hier so hinlinks und dann hier den größten Job einfach macht. Oh Mann, ey. Dieses Spiel ist immer so durch. Was ist mit dir los? Hey, hey, hey! Wie wär's mit etwas Respekt vor dem Alter? Was? Respekt vor dem Alter? Ja, genau. Das funktioniert aber lustigerweise nicht. Wenn das Board zu weit weg ist, dann funktioniert es wiederum nicht. Aber naja. Man kann da nicht so viel machen. Ich hoffe, hier kommt gleich ein Auto durch. Ja, da kommt ein Auto. Hallöchen! Oh Mann. Hallöchen. Oh. Jo, Krippi, dann sei mal auf K. Ciao. Oh, dieses Spiel. Oh, dieses Spiel. Du machst zuerst mal gar nichts für die Story. Einfach nur meinen größten Scheiß wieder ausleben. So. Komm, fahr uns hoch. Ach, fast. Fast schon. Voll schade, wurden wir hier rausgeschmissen. Von dem Spiel. Was zum Teufel machst du eigentlich da draußen? Ich reiß mir hier im Büro den Hintern auf, um ein paar Boards zu verkaufen. Okay. Ich mach meine Arbeit, aber machst du auch deine? Achso, wahrscheinlich muss ich zu deinen Spotstelle. Ah. Ja doch, ich muss das. Ach so, das habe ich gar nicht gemacht. So, ich dachte vorhin, das wäre. Oh, naja, dafür haben wir ein bisschen Spaß gehabt. Yo, ride oder slide, mach einen Trick auf dem Schild. Ja, stimmt, ich war over 9000 wegen schneller, schneller, schneller. Hm. Okay, und los. Also das PCU-Schild zu grinden, wie soll das möglich sein? Alter, so ein möglicher Trick. Wow. Das war perfekt. Naja, perfekt wär's, wenn am Ende wenigstens sauber gewesen wäre. Hey, was sagst du? Kommt doch ins Gesicht reinzoomen. Player One. Yeah. Wir sind voller Player, Alter. Und wir sind auch vor allem die Nummer 1 als Player. Oh, ist doch schön. Ja, passt. Ja, 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 erster Mal. Ja, boah, wie geil. Teammitglied anpassen. What? Nee, einfach weiter. Namen des Skaters. GG. So. Dann kann ich immer sagen, ey. GG. Wir haben einfach gewonnen. Einfach so. Plakatfoto. Platziere die Kamera. Mach irgendeinen Trick. Okay. Mitarbeiter 2, wir haben Mitarbeiter. Wow.
Ich mache währenddessen das Fenster auf, weil es ein bisschen warm wird. Ach, wir dürfen jetzt GD spielen. Schön. Einfach nur schön. Oh, wenn es ist ja alles... Oh Mann, ey. So, GG. Wie sieht's denn aus? Wie sieht unser GG aus? Okay, interessant. Achievement! Da hast du recht an Sentenzen. Wer macht unser Trick? Hier. Ja, Kamera platzieren, genau hier. Mach irgendeinen Trick. Meinst du vielleicht den hier? Nein, den machen wir nicht. Wir überlegen das. Oh, ich weiß den besten Trick ever. Nee, warte, das muss doch funktionieren. Nein, das muss doch so funktionieren. Ich kenne doch den Trick. Das ist doch ein Trick. Das ist ein Trick. Willst du mir erzählen, dass das kein Trick ist? Spring ich halt von hier so runter und mach den hier. Okay, dann mache ich so. Okay, dann mache ich den besten Trick ever, den es auf der Welt gegeben hat. Wow, man sieht aber gar nichts vom Skateboard. Am besten, wir nehmen das hier. Das ist das beste Foto, das ich je gesehen habe. GG, oh jeez. Oh. Ja, Simpson, einfach so ein Olli. Oh, wenn das mich... Oh, Entschuldigung, bin am Mikrofon dran gekommen. Wow. Und diese Plakate stellen wir jetzt immer überall hin. Simpson, genau, das sage ich mal GG. Alter. Oh, das ist so scheiße. Ah, jetzt sind all die Spots da. Genau, jetzt sehe ich's. Ist so schön. Ach, ist auf jeden Fall nur schön. Oh! So. Ja, die Spots sind alle auf mich ausgerichtet, ist doch logisch. Spots! Stimmt. Ah. Was machen wir zuerst? Death Races, oder? Ich finde die eigentlich recht lustig. Komm, machen wir jetzt erstmal Death Races. Wir übertreiben noch nicht. Ich will euch nicht gleich sofort so tot haben wegen einer bestimmten Sache vom Spiel, dass ihr dann nicht mehr lachen könnt oder dass ihr dann sterbt oder was auch immer. Deswegen lasse ich es noch. Moment, ich muss meine Achsen festziehen. Was mache ich hier eigentlich? Deine hat noch die Zigarette im Mund. Was soll denn das? Und das Spiel ist ab 12. Boah, wir sind Player One. Wir sind voll die Player. Tor passiert, Alter. Ja, ich war einfach so. Der Phrase ist mein Baum, da hast du richtig geraten. Ihr seid alle zu langsam für mich. Keiner kann sich mit mir anlegen. Ey, warum sagt er einem bis später? Sag dir bis später, Alter. Ey, wo ist denn der andere Typ? Angeblich soll einer vorne sein. Ah, ja. Hab ich mir schon gedacht. Alles gar keinen Sinn. Spannendste Death Race ever. Nicht. Gekillt und währenddessen fast schon hingeflogen. Schön. Ah. Player One ist vorne, Alter. Ah.
Ich frag mal so, wer macht nicht zuallererst mal ein Death Race, wenn er auf einer in der Stadt ist mit einem Skateboard, hä? Dachrennen, das hört sich auch gut an. Ja, ich war gerade noch so im gekillt. Um 0,09 Sekunden. Und das, obwohl ich Scheiße gemacht habe. Wow. Ich bin echt krank, Mann. Das ist schön zu hören. So. Mal gucken, was das nächste Death Race ist. Mal gucken. Ihr seht alle so nervös aus. Aber mir geht's richtig gut, schon verrückt. Wow. Dem geht's echt gut. Cool. Hab ich gar nicht gewusst. Passt für euch auch der Sound vom Spiel oder ist das nicht ein bisschen... Was haben die anderen alle zusammen gemacht? Oh Mann. Mann, die anderen sind schneller. Das hasse ich an dem Rennen. Nee, doch, jetzt nicht. So. Du darfst eigentlich links posten, ja. Dann muss ich die Busse selber dann nochmal auch und andingsen, ne? Darfst du ruhig mal machen, Tanuki, wenn es lustige sind. Ich guck sie mir selber nochmal an. Ach du Scheiße, das war ja das hier. Nein. Das ist unfair. Nein, ich habe schon wieder hier... Ich habe hier schon so oft verloren. So oft. So sieht's aus, ihr Lutscher. Keine Chance. So sieht's aus, du Lutscher. Keine Chance. Ja, klar. Oh, nochmal. Hauptsache, alle sind am Anfang einfach nur runtergefallen. Jo, Nebenwetten, Nebenwetten. Will jemand eine Wette abschließen? Ey, den habe ich jetzt auch nicht verstanden. Einfach nochmal im Chat steht, Miro, du Lutscher. Hau ab, Mann. Ich will nicht Rennen fahren. Ich will zerstören. Ey, was willst du? Hau ab. Wer einem eine Grube findet, hören. Mann, ihr seid alle viel zu schnell. Das ergibt alles gar keinen Sinn. Das ist alles unfair. Lass mich doch vorbei. Ihr seid doch viel zu langsam. Einer heult rum. Das ist gut. Der nächste heult rum. Noch einer vorne. Den müssen wir doch irgendwie einholen können, oder? Yes. Jetzt auch den letzten Sprung hinbekommen. Also leicht... Nein, was hier ist noch nicht der Sprung. Ich muss hier leicht nach rechts. Das ist viel zu weit nach rechts. Nein, das war perfekt. Ja. Und fast auf den einen Typen drauf und gerockt und runtergefallen. Okay, das gucke ich mir mal an. Und dann poste ich es, wenn er nochmal neu rein. Hey, wie. Okay. Das ist halt dasselbe, gut. Ich guck mal. Okay, wir schmeißen das einfach in den Chat rein. Dann sollte das ja funktionieren, ne? Wenn ich das mache. So. Haben wir was Geiles im Chat rumdingsen? Oh, ich bin eigentlich nicht so der Mega-GIF-Fan, weil ich gerne doch lese. So, wir machen einfach weiter. Diesmal haben wir nur gerockt, ne? Mann, wir sind nur Rocker. Ist ja nicht schlimm. Liegt doch noch 10.000 mehrere Stunden einfach auf dem Boden. Tut sicherlich gut. Okay. Hau zu Blumenstrauß. Komm, ich will euch zum... Doch, ich will euch jetzt mega zum Lachen bringen. Weil das das Dümmste ist, was es gibt. Da fragt man sich manchmal, warum die Entwickler darauf kamen, das so zu machen. Naja. Aber das ist nicht meine Sache, sondern eine Sache, die, naja, die Coach Frank sagt. So. Hoffentlich sagt er mir aber nicht, dass... Nein, so sagst du nichts dazu. Lass uns einfach überraschen. Hm, da steht, löse in der Luft einen Sturz aus.
Olli von der Rampe. Okay. Dann ja, machen wir halt einen Olli von der Rampe. Wow. Ja, das weiß ich. Ja, es gibt solche Challenges. Es gibt solche Challenges. Das ist doch die Cannonball-Haltung. Judo-Kick-Haltung. So, jetzt müssen wir alle, alle Dinger erstmal, Judo-Kick-Stellung, Haltung. Na, ich fange langsam an, leicht zu bluten. Und noch einen Knochen brechen. Okay, das bekommen wir auch noch gerade so noch hin. Ja, ich weiß. Das reicht so aus. Nee, noch nicht. Oh. Das machen wir lustig. Ja, das hast du schon mal gesagt. Oh, fast getroffen. Gerockt. Stellt euch sowas in echt vor, Alter. Oh. Das wäre dann nicht so lustig, aber hier drin ist es lustig. Das ist ja gerade lustig. Hallöchen Welt. Na, wie geht's uns? So. Hallo. Nee. Ah. Hey, danke echt. So. Und fragt euch nicht, wenn ich den Skateboard da hab und wenn ich dann hier hingehe und dann den hier mache, dass es plötzlich unter mir ist. Das ist, ja. Wie soll man sagen? Zauberei? War ich hier schon mal? Auch hier war ich gut. Bin nur so cool. Was hat da eine Typ gemacht? Nose Manual, Nose Manual, Nose Manual. Ey, wir machen jetzt einfach die nächste Hall of Meat Challenge. Balkonstürze, hört sich auch nochmal an. Mach ich auch jeden Tag. So. Ach, da müssen wir jetzt sogar so runterspringen. Ach so, kenne ich schon. Ja, das kenne ich doch schon. Das ist doch langweilig. Das kennen wir alles schon. Okay, Ju, dann bis später. Ich will aber die nächste Treppe auch cannonballen. Es ist uns unfair. Lass mich weiter. Das ist unfair. Und blip, blip, blip. Das ist ein normaler menschlicher Sturz, wie man ihn auch in der normalen Natur erlebt, oder? Naja, so eine Sache damit. Es ist so eine Sache. Hey, zieh dir das rein. Yay. Nein, ich habe keinen Bock drauf. Ich darf das nicht wegdrücken. Wie unfair ist das Spiel? Na, okay. Sehe ich genauso. Bin der König im Willen. Oder auch nicht. Aber warte, ist es nicht sogar so logisch in einem Spiel, dass man hier runterstürzen kann? Nein, wenn man... Ja, nee. Ah, nee, man kann auch so runterstürzen, dass es umso mehr wehtut, wenn man hinguckt.
Weil ich den hier mache. Nee. Man kann doch... Warte, gab's hier nicht die Stelle... Ah ja, genau, hier irgendwo gab's die Stelle, wo man schön hochkam und so. Challenge Card. Locations. Nein, nein, nein. Industriegebiet. Wir sind im Universitätsviertel. Ich glaube, da will ich ungefähr hin. Ja, da will ich hin. Oder? So ungefähr zumindest. Weil es da eine lustige Stelle gibt. Glaube ich. Nein, hier nicht. Da drüben. Drüben, ne? Ich weiß es einfach nicht mehr. Nein, hier nicht. Nein, nein, nein. Nicht hier. Da drüben auch nicht. T-Mobile. Schleichwerbung. Oh, voll auf den Arsch geschlagen. Wow. Dieser perversling Mihonoshi. Wo ich herkomme. Tja. Du schmeißt dein Skateboard weg. Hast dein Skateboard weggeschmissen? Hab gesagt, du brauchst kein Skateboard. Danke. Was? Was? Was labern die andauernd? Das ergibt alles gar keinen Sinn. So. Hier gab's doch irgendwo die Stelle. Hier ist die Stelle. Jetzt habe ich sie gefunden. Dann grinden wir das hier mal runter. Oder auch nicht. Das ist gefährlich. Das ist alles gefährlich. Das ist tödlich. Glück gehabt. Nur ein bisschen glücklicher Glückspilz. Hat er echt noch sein Leben glücklich gehabt. So. Ach, hier gab's auch die sehr, sehr lustigen... Stimmt, Hall of Meetings. Oder? Ach, keine Ahnung. Da konnte man nicht hier... Komm, wir überlegen jetzt ganz logisch nach. Hier gibt's nur Mülltonnen, ne? Ja, sonstiges. Yes! Ein Einkaufswagen. Das schönste Geschenk. Hey, 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 hey. Wir wollen es aufrecht... Wir wollen es aufrecht... Hallo? Ah, schön. Wir fahren mit unserem Einkaufswagen. Hallöchen. Und du stehst hier? Ich frag mich, ob man das machen kann. Ich hab das nur ein paar Mal gesehen. Aber ich glaube, ich kann es nicht. Nee, ich kann es nicht. So, du stehst erstmal da. Schmeißen wir dich runter. Oh, was denn ein Erwisch da drüben? Alter. Ich weiß bloß nicht, was man da alles damit machen kann. Naja. Gibt's hier ein paar Menschen? Da gibt sicherlich ein paar Menschen. Ja, ist so einer. Weiß nicht, war das nicht auch so eine Art Glitch, wenn man... Genau das hier. Wenn man auf ihn drauf dingsen möchte, so, dann kommt man so... Wird man so ganz komisch weggedingst. Warum auch immer. Ja, aber wir skaten hier mal normal rum. Wie es jeder macht. Christ Air. Oh, funktioniert ja nicht so schnell, weil man ja nicht so schnell aufheben kann. Tja, ja. Ein Wall Ride. Das ging ein bisschen viel zu lange mit dem Wall Ride. Ewig langer Grind. Ach, wir sind wieder hier. Schön. Da sind auch ein paar Skater vor uns. Aber die werden wahrscheinlich schön überfahren. Im Vergleich zu uns. Mal sehen. Haben wir nicht einen Wagen? Hallöchen. Ich will hier nur einen Wagen haben. Oh, der eine ist gestürzt. Das sieht man. Hallöchen. Das ist ja kein Wagen. Ja, auf der anderen Seite ist langweilig. Und ich will hier einen Wagen haben. Auf meiner Seite. Hallo? Was soll das? Spiel. Das ist unfair. Oh, hier ist ja nichts da. Dann gehe ich halt hier so durch. Ach, geht doch nicht. Naja. Das geht ab, Mann. Dann sagt er, ey, was geht ab? Und dann sieht er diese Scheiße hier, Alter. Dann denkt er,
Alter, halt, du musst nicht so das Ding besteigen. Da gibt's hier nicht so ein mega geiles. Ich weiß schon nicht mehr, wie das hieß. Ich kann mich erinnern, dass es ein mega... War nicht Steinschlag sogar auch voll cool? Nee, 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 nicht das. Waren diese Stelle überhaupt? Vielleicht hier? Nee. Kannst du eigentlich ablesen? Dann kam das erst später, glaube ich. Ach, keine Ahnung. Stürzt zwischen den Vordächern. Keine Ahnung, wir gucken mal. Okay, man muss was bei dem Observatorium oder was auch immer diesen Kanal runterfahren. Okay. Mal sehen, Presslufthammer Bernhard. Mal sehen. Ach, hier, genau. Zwischen den Vordächern stürzen, ey. Seht das nicht schon? Au! Ah, das ging nicht gut. Naja. Dann würde ich einfach nochmal runterskaten, so wie es jeder normale Typ machen würde, wenn er das hier sehen würde. Du tust mir so leid, du lieber Mensch. Oh. Oh, uiuiui. Au, au, au. Hä? Stürze zwischen den Vordächern. Will ich hier schon stürzen oder was? Wie? Ja, ich stürze. Guckt euch das an. Nice gemacht. Okay, das war gerade ein Glitch. Das war unfair. Unfair. Das ist unfair Spiel. Und sag, wie das eine Auto sich denkt, oh, ist schon alles in Ordnung. Ich mach den Trick, Alter. Mach ja einen. Bye, bye. Oh. Ah, der gesamte Rücken und der Kopf. Hast du echt nur gerade nur Ton gehabt? Okay. Flatsch, flatsch, flatsch. Hallöchen, Flori. Hallöchen. Was muss ich hier genau machen? Das sieht... Und ich habe mir nur Beine gebrochen. Was? Dieses Spiel ist realistisch. Ich habe noch kein realistisches gefunden. Hast du nebenbei was anderes gemacht? Achso. Ihr hört mal halt nur Flatsch, Flatsch, Flatsch. Das ist logisch. Was willst du sonst hier hören, Alter? Boah, ich weiß nicht mal, was ich hier hätte machen sollen. Hier, ich spring hier raus. Tschüss. Ich spring hier raus, habe ich gesagt. Hallo? Du willst mich nicht verkacken. Was muss man hier nochmal genau machen? Ich weiß es einfach nicht mehr. Stürze zwischen den Vordächern. Ich stürze hier schon durchgehend. Guck. Ich stürze schon hier. Dann stürze ich hier. Dann bin ich hier. Siehst du? Und dann knall ich hier drauf. Das ist logisch. Ich lass das. Ich verstehe das nicht. Nein, 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 nein. Nein, nein. Ah,
Challenge abbrechen. Ja, danke. Vielleicht kann ich dann ja was verstehen. Nein, dann will ich nicht mehr hin. Jetzt sind wir in der City. Cause we are in the city. Hallöchen City. Ah. Warte, da gibt's auch einen lustigen Unterdings-Stunt, den ich noch kenne. Na, den muss man eigentlich von weiter oben machen, der ist dann noch lustiger. Na egal. Ich kann drüber springen, guckt euch das an, aber gerade nur so. Der beste Skateboarder-Trick, den es jemals geben kann, ey. Einfach nur drüber springen. Jetzt machen wir hier eine Megalei mit einem Nose Manual. Machen wir nicht. Hier gibt's doch Profis. Profis war auch lustig. Training, Training Contest. Wir machen Death Races. Death Races, Death Races, Death Races, Death Races. Vermissen hole ich mir etwas zu essen. Knacks, 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 hört man hier, Alter. Oh. Wir spielen sogar mit GG. Geil. Gegen Klischee. Alter, die Packung geht nicht auf. Willst du mich verkackeiern? Dann halt nicht. Hey, Carsten, du nervst. Auf geht's, GG. Warum seid ihr nicht schneller als ich? Achso, weil ich Mango-Pushing gemacht habe. Und auch gegen Auto gefahren bin. Du brauchst doch 10.000 Jahre. Hier, ich schlag dich. Nein, du haust hier nicht ab. Wir sind dann immer noch vorne. Es sieht nur derjenige, es muss nur das Team insgesamt vorne sein. Oh. Okay, Flori, dann bis später. Vielleicht. Man weiß ja nicht, wie lange ich streame. Vielleicht noch eine Sekunde. Vielleicht noch ein, zwei Sekunden. Vielleicht auch mal noch ein, zwei Stunden. Man weiß es einfach nicht. Okay, Simpson. Dann ciao. Dann bekommen die hier schon alle irgendwie weg. So. Tschüss, Mann. So ein Vollidiot. Tschüss, Mann. Bin immer noch zu fast. Oh, oh. Die Kurve war eng. Oh. Hier wird's überall so eng. Mann, wir sind immer noch so schnell wegen dem Speed von Anfang an. Deswegen gehen wir mit Full Speed rein. Full Speed, Full Speed. Also wie es aussieht, kommt unser Teamkollege und überholt uns noch im letzten Moment. Aber das wäre nicht schlimm. Hier hast du Platz. Boah, gekillt, Alter. Nice. Player 1 und GG. Player 1, GG. Oh, so. Ah. Wow, ich habe einen Spot gefunden. So. Dann erobere das Grundstück. Ach, keine Ahnung. Kann man mal einfach mal machen. Vielleicht können wir uns ein Grundstück erobern. Ich war dort, aber was habe ich noch nie gesehen? Okay, wie komme ich da hin? Warte kurz. Sorry, da muss ich schon mit etwas Besserem kommen. Das wurde alles schon gemacht.
Hey Mann, der hat gerade einen Backtail die Latch gemacht. Wie auch immer, wo ist der Spot? Oh hey, ich muss weg, hier ist jemand. Hm. Ich bin gleich wieder da. Okay. Die Viewer sehen können rapide. Ja, so ungefähr. Dann willkommen, Paul Carverton. Ich bin sowas wie ein Skate-Botschafter. Ich kenne alle Tricks, die schon mal gemacht wurden. Und alle, die noch nie gemacht wurden. Wenn du also wissen willst, was noch keiner gemacht hat, kommst du einfach zu mir, klar? Hey, willkommen am Challenge Center an der Universität von Port Carverton. Wir werden vermutlich die... Machen wir mal den Zielscore. Tank, ich glaube, da ist keiner mehr da. Ja, keine Ahnung, ob die Anzeige da stimmt oder nicht. Ich muss 2000 Punkte machen, dann mach doch mal die Punkte. Wir sind schon mal 908. Na super. Einfach noch runtergefallen im letzten Moment. Das steht bei mir auch da, ich weiß ja auch nicht. Das ist sehr, sehr lustig. Wieso skate ich nicht richtig? Wow. Komm nicht mehr drauf wegen dem einen Typen. Na, Kuppi ist da. Kuppi. Ich sollte vielleicht einfach mal einen Trick machen. Das wäre vielleicht mal eine gute... Ich hätte dann doch den Bordseiten machen sollen. Super. Jetzt funktioniert er nicht. Schnell, ich schaffe noch die letzten Sekunden. Noch einen. Das schaffe ich. Nein, zu arg drüber. Nochmal. Das war auch nicht schwierig, war nur zu dumm. Ey, warum ist der Typ auf mir? Dann gehe ich halt zum anderen. Ist mir egal. Leg dich woanders auf, aber nicht bei mir. Was soll das? Danke. Und schön das Skateboard nach hinten schmeißen. Mache ich jetzt ab sofort noch diese Dinger. Alter, ich will hier nur einen Trick machen. Genau. Ich bekomme keine Tricks mehr hin. Oh Mann. Auf den Boden der Tatsachen gelandet. Wie ist Crooked? Warum kann... Ach, da kann man ja kaum... Trotzdem, ein paar Tricks könnte er noch probieren, so ist es ja nicht. Genau so. Ich bin zu dumm. Dann gehe ich halt mit Nolly drauf. Das funktioniert besser. Nein, ich habe einfach Nolly Warrior Heel Flip gemacht. Einfach nur irgendwas total Krankes. Wow, dieser Trick, der ist ja fast schon gut gewesen. Nicht. Genau sowas wollte ich machen. Wenn das genügend Punkte bringt. Na super. Jetzt bekomme ich es nicht hin. Nein! Dummkopf, Dummkopf.
Vielleicht mache ich einfach von Anfang an dasselbe. Einfach gleich sofort die Dingens. Schön oben drauf. Und runter. Wunderbar. Boah, immer dasselbe. Hey, wir haben den Zielscore erreicht. Yay, und plötzlich ging es ultra viel schneller. Sowas muss man auch mal in echt auf solchen Rails machen. Das ist so, glaube ich, nicht einfach. Da müssen wir noch mehr Sachen machen, damit wir noch mehr... Ah, das ist ja echt lustig. Oh. Okay, machen wir vielleicht mal einen Film. Ah, Redder hat mir von dem Spot erzählt. Hier können wir eine gute Session starten. Ihr seid echt nett zueinander. Ich bin dann soweit. Okay, wir müssen rumgrinden, das ist schön. Ich mache währenddessen ein paar Packungen auf, damit ich was zu essen habe. Scheiß Packung will manchmal nicht aufgehen. Das ist echt scheiße. So, jetzt ist alles offen. Mal gucken, grinde die erste Treppe nach unten. Bei der zweiten tricken. Dann noch ein Pflanz. So. Mach einfach nochmal einen Olli drauf. Ich grinde die Treppe so runter. Okay, dann grinde ich sie so runter. Die nächste Gappen mit zu wenig Geschwindigkeit. Das ist normal so nach einem solchen Grind. Wenn ich selber noch keine Grinds gemacht habe. Aber das ist nur logisch, dass man dann nicht so schnell wird manchmal. Außer Steigung ist gut genug. Okay. Wir machen so einen Film. Also, dann gehe ich wieder zurück. Und tue ich so, oh, ich bin hier wow, mit voller Geschwindigkeit. Alter. Wow. Müssen wir auf den hier. Grinde den Pflanzstoff, wir machen das richtig geil. Wir machen das professionell. Wir grinden mal wieder so gut es geht. Was? Nein, zählt nicht. Nein. Wir waren so kurz davor, wir waren so kurz davor. Wir machen alles andersrum. Jetzt machen wir einen Powerslide, gehen zurück und dann machen wir den Film fertig. Correct. Muscle doubles. Klar. So. Wir müssen auch mit dem Bein dazwischen landen müssen, Mann. Dann wäre alles gut gewesen, Play-O-Mon.
Gegenstand-Dropper. Was gegen Einkaufswegen? Warte, das war ja so. Yeah! Jetzt springen wir in eine Welt voller Einkaufswagen. Wir machen hier unseren ersten Trick, Mann. War das nicht so, wenn man hier irgendwie zieht? Dass man hier einiges an Chaos verursachen kann? Ich weiß es schon gar nicht. Ich will Chaos verursachen. Wie willst du vom... Bist du davor, ehrlicherweise davor runtergefallen? Oh. Oh, du scheiß Skater! Juma kann plötzlich schnell rennen. Diese Vollidioten, die einfach nicht skaten können. Denken nur, sie können's und dann, naja. Hey, hey, du. Was soll? Okay, dann, das passt schon. Oh, skatet hier alle rein. Schaffst du's? Das ist unfair. Nicht um Mann schreien, das war einfach unfair von deiner Seite. Ey, wie bist du hier vorbeigekommen? Halt deine Schnauze. Du hast nicht das Recht hier so. Nein! Du musst mit einem Wagen hier durch. Mit einem Wagen. Hier Wagen. So, ganz einfach. Ey, wie will er da vorbei? Was ist mit dem los? Da darf man nicht vorbei. Es ist ein Bereich, in dem man nicht skaten darf. Ah, oh, das ist ein richtiger Dummkopf, ey. Hey. Nein! Du bist so ein Dummkopf! Alter, machst dir alles kaputt! So. Einkaufswagen im Bein. Und du willst hier die Treppe hoch? Willst du hier wirklich die Treppe hoch? Diese KI, Alter. Oh Mann, diese KI, Alter, die ist so dumm. Dieses Spiel, Alter. Leg dich auf die Treppe. So, ich habe noch einiges an diesen Dingern. Sind hier eigentlich, das ist noch recht wenig. Deswegen würde ich sagen, der eine, so ein Schlaukopf habe ich wieder länger nicht gesehen.